In einer Pressekonferenz der SP Niederösterreich stellten Landeshauptmann Stellvertreter Sepp Leitner und Professor Thomas Keppert das Sachverständigengutachten zur Ermittlung des tatsächlichen Veranlagungserfolges der niederösterreichischen Wohnbauförderungsgelder vor. Es geht heute um einen Dauerbrenner in der Landespolitik, um die Veranlagung der verkauften Wohnbaudarlehen. Und es ist so, dass Sie ja mittlerweile schon ein bekanntes Gesicht neben mir haben, den Herrn Dr. Keppert, den wir neulich damit beauftragt haben, ein Gutachten zu erstellen über den Veranlagungserfolg, um sozusagen von dritter Seite einen Blick auf die Situation zu werfen per 31.10.2011. Wo wir eben die Daten geliefert haben und der Herr Dr. Keppert hat eben hier ein Gutachten erstellt. Es hat sich nichts verändert, also es ist nicht besser geworden, die Situation, muss man dazu sagen, weil damals 2008 wurde ja vom Landeshauptmannstellvertreter Sobotka, glaube ich, als einer der Argumente gesagt, ja, das muss man langfristig sehen. Das heißt also, die Spanne damals von 2003 bis 2008 wurde vom Landeshauptmannstellvertreter als zu kurzfristig angesehen. Mittlerweile haben wir 3 Jahre dazu, wir haben es jetzt 8 Jahre und trotzdem ist der Erfolg der Veranlagung bei weitem hinter den Sollvorgaben oder Zielvorgaben, die sich das Land Niederösterreich selbst gesetzt hat, zurückgeblieben. Die Gesamtsituation hat sich natürlich nicht verändert. Man darf sich auch nicht wundern, die Kapitalmärkte sind nach wie vor extrem schwankend und der Misserfolg ist sogar noch ein bisschen größer geworden, leider. Per 31. Oktober 2011 zum Ergebnis gelangt, dass niederösterreichischen Wohnbaugelder, also die Fonds NÖ1 bis NÖ4, gegenüber der, im Vergleich zur unterstellten Mindestverzinsung, das ist im konkreten Fall 4,7% per anno, einen Minuserfolg, also zu wenig Erfolg in der Veranlagung erzielt haben von 1.106.000.000 Euro. Hätte man 2008 schon reagiert, wäre der Misserfolg geringer? Ja, auf alle Fälle. Mit meinem Regierungsantritt im April 2008 habe ich mich schon sehr intensiv auseinandergesetzt mit dem Veranlagungsthema. Da habe ich dann eigentlich sehr, sehr rasch begonnen, die ÖVP aufzufordern, aus diesen riskanten Veranlagungen auszusteigen. Auch im Wissen, dass die Kapitalmärkte massiv unter Druck stehen und leider im Herbst 2008 sind ja dann diverse Blasen geplatzt. Und wir haben uns nicht durchgesetzt mit unserem Meinungsbild. Das Endresultat sieht man jetzt darin, dass 1,1 Milliarden Euro Misserfolg zu Buche stehen und das ist natürlich gewaltig. Das heißt, unser Ansatz ist Schulden zurückzahlen, investieren in die Zukunft unseres Landes, anstatt zu spekulieren und ich fühle mich daher vom Herrn Dr. Keppert aufgrund dieses Gutachtens sehr bestärkt, diesen Weg auch in Zukunft weiterzugehen.